das ist eigentlich ein Bau aus den 50er Jahren. Ich habe ihn, als ich ihn das erste Mal sah mit der Treppe drinnen und so weiter, dachte ich, das müsste ja fast schon unter Denkmalschutz stehen. Und ist eigentlich sehr lange Verwaltungsgebäude gewesen vom Vaterländischen Bauverein, aber als sich der dann immer mehr vergrößerte, mussten die da rausgehen. Und dann war es auch eine Zeit lang gewerbemäßig privat vermietet und das war aber keine Erfolgsstory, weil das doch zu weit weg liegt von der Prinzenallee und dann stand es, glaube ich, 2 oder 3 Jahre leer und dann kam es hier. So, das nennen wir den sogenannten öffentlichen Raum hier. Es sind 5 Tische, es sind also 20 Sitzplätze. Wir haben hier 2 Büroräume, wobei der eine Büroraum unseren Gruppen dient, den Mitarbeitern dient, die hier also frei ihre Interessen betreuen. Und das andere Büro ist das Verwaltungsbüro mit Birgit Thomsmeier und Thomas Brauchmann. Und jetzt kommen wir in den Theaterraum. Der Raum lebt davon, dass er eben immer variabel umgebaut werden kann zu dem jeweiligen Zweck. Und wenn der Raum leer ist, fasst er bis zu 50 Personen. Also das ist die Requisitenkammer, weil wir ja doch sehr viel mit Theater zu tun haben. Solche Requisitenkammern leben ja von den vielen Kleinigkeiten, vielleicht hier auch noch. Amelie Olbricht hat in der Werkstatt sehr viele Masken gefertigt mit Kindern. Das sind also Abgüsse von Kindergesichtern, die haben wir dann bemalt und dann haben wir sie auch in Theaterstücken verwendet. Ja, also im Grunde genommen ist das ein riesiger Vorteil hier, weil da sammelt sich unheimlich viel Zeug an, es muss griffbereit sein und wir haben eben die Möglichkeit, hier in den wirklich ausgedehnten Kellerräumen dafür zu sorgen, dass wir hier mit den Dingen sehr gut umgehen können und sie auch lagern können. Das war das Untergeschoss und jetzt kann man über die bezaubernde Treppe aus den 50ern wieder an die Oberfläche. Also da muss man ein bisschen weiter zurückgehen und zwar zur Gründung des Vereins Söldner Kiez e.V. Das fand ungefähr statt im Jahr 2002. Da trafen sich zum ersten Mal Gleichgesinnte und haben gesagt, wir müssen eigentlich einen Verein gründen aus dem Nachlass dieser Jury, die damals am Anfang des Quartiermanagements hier 1 Million verteilt hat an Geldmitteln. Und da war eine Bürgerjury eingesetzt, die also diese Aufgabe sehr konsequent wahrnahm und sich dadurch auch profilierte. Dann, als es kein Geld mehr gab, zu verteilen gab, dann fielen natürlich einige ab und es blieb so eine Restformation. Und die hat dann gesagt, gut, dann gründen wir einen Verein. Wir wollen in Zukunft da ein bisschen mitmischen. Wir wollen mitmischen bei der Geldvergabe. Wir wollen auch unsere Interessen einbringen mit dem Fernziel, einen Bürgerverein zu gründen, der stark ist und der vielleicht auch einmal in ferner Zukunft in der Lage ist, die ganzen Aufgaben des QMs, wenn das QM weggeht, zu übernehmen. Und ja, das ging dann eine Zeit. Wir hatten ein Lokal in der Soldinerstraße, Ecke Koloniestraße, einen kleinen Laden. In dem kleinen Laden konnte man sehr wenig machen. Man konnte die Sitzungen abhalten, es war sehr beengt. Und wir hatten eigentlich immer Pläne, dass wir also mehr machen wollen, dass wir uns mehr einbringen wollen. Und dann durch Zufall stießen wir dann über Thomas Brauchmann, der Verbindungen zum Vaterländischen Bauverein angeknüpft hatte, auf dieses Gebäude. Da kann ich mich noch gut erinnern, bei der ersten Besichtigung, als wir da reinkamen, sagten wir, ja, das ist es.
das wollen wir haben um jeden Preis. Und man muss dann wirklich sagen, also dieser Vaterländische Bauverein kam uns dann ungemein entgegen. Und wir zahlen jetzt keine Miete her, sondern wir zahlen nur die Nebenkosten. Wir sind ein bisschen kulturlastig, das heißt, also es sind sehr viele Verrückte, Gott sei Dank, hier dabei, die also ihre Pläne vorantreiben. Wir haben hier Jugendtheaterherinnen, wir haben hier einen Jürgen Nafti herinnen, der also auf der Theaterschiene fährt und immer wieder Leute dazu bringt, Laien bei Produktionen mitzumachen. Also bei Kolonie Wedding sind wir immer mit dabei und schließen uns mit einer Ausstellung an. Das war diese Graffiti-Sache von Herrn Barloff. Ich bin selbst Künstlerwerk, hat mit Graffiti sehr viel gemacht und sehr viele Ausstellungen realisiert. Und ich wohne hier am Wedding und ich merke hier verschiedene Richtungen in Graffiti-Ästhetik. Und dann habe ich einfach eine Idee gekriegt, wie es möglich ist, einen Kontakt mit diesen Leuten zu machen, wie es möglich etwas von diesen Leuten zu kriegen als Arbeiten auf Leinwand und ihm zu zeigen, dass Graffiti könnte sehr, sehr interessante Kunst sein und könnte sehr, sehr interessantes Material für eine klassische Ausstellungsräume sein. Ja. Weil normalerweise bei der Graffiti-Aktion, bei Graffiti-Künstlern geht nur eine Meinung, eine Vision, eine Fassade, ein eröffneter Raum und viele andere Farben nehmen neben dieser Aktion die Hauptsache Graffiti-Malerei. Ja, es geht alles ineinander und es funktioniert, das ist schön. Das Problem ist eben auch hier sehr ausgeprägt. Auf der einen Seite die modernen Türken und auf der anderen Seite die ländliche Bevölkerung, die wahnsinnig konservativ ist. Und ich habe fast ein bisschen Angst, wenn diese beiden Gruppen hier aufeinandertreffen. Werden sie sich verstehen? Da sind doch viele Dinge, die zu beachten sind, die zu überwinden sind, aber wir versuchen es halt immer wieder. Aber ich kann nur immer den Leuten sagen, die sagen, na wo, wie funktioniert das, sage ich, es ist Zeit, lasst uns Zeit, lasst uns den Weg gehen. Er ist aufwendig, er macht sich nur in kleinen Schritten deutlich. Und da kann ich eigentlich kritisch nur einbringen, diese ganze Sozialschiene, die hier in diesen Brennpunkten interessiert, ist immer mit kurzfristigen Projekten gepflastert. Die Dinge entstehen, dann verschwinden sie wieder. Das ist nicht der Weg. Also durch diese kritische Stimme, die ich immer wieder eingebracht habe, habe ich mir auch keine Freunde gemacht. Aber so kann man nicht damit, man muss Geduld haben, man muss Geduld haben, man muss Vertrauen schaffen, man muss das Vertrauen weiter pflegen können. Und wenn man hier hört, dass das möglicherweise nach 3 Jahren auch wieder vorbei ist, weil keine Mittel dafür freigegeben werden, dann kann ich nur sagen, da muss man hart dafür kämpfen, dass das durchbrochen wird, muss man auch politische Wege gehen, denn so kann es nicht funktionieren. Ja, also wir haben eigentlich schon kleine Erfolge erzielt bei der Ansprache älterer Herrschaften. Beim Sommerfest waren sehr viele ältere Damen da, haben das sehr genossen, das Programm waren ganz glücklich. Es waren für sie ganz kurze Wege, die zurückzulegen waren, um hierher zu kommen. Die sind auch dann bei Lesungen immer wieder da, also die nehmen dieses Kulturangebot wahr. Und ich habe vor kurzer Zeit erst gesagt, es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Weil es sind ja doch sehr viele Interessen zu bündeln, die Räume sind wohl da, aber teilweise kommen auch von außen Leute, die irgendwelche Veranstaltungen machen wollen, die nehmen wir auch auf. Also es schrammt alles so aneinander vorbei und es funktioniert. Das ist also ganz schön.